So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir die Aufgaben von der Elsa, von der Anna erledigt. Bei der Anna hatten wir die Aufgabe, dass wir die Kletterausrüstung von Christoph reparieren sollten, damit er sich wieder an Anna erinnert. Denn als wir das Dorf vor diesem Fluch gerettet haben, mussten wir ja ein Opfer erbringen. Und der gute Christoph musste seine Liebe zu Anna vergessen. Und ja, er hat sie anscheinend vergessen. Und wir versuchen gerade, ihn wieder daran zu erinnern. Dann hatten wir mit der guten Elsa das Vergnügen, zwei Gerichte zuzubereiten. Und haben im Gegenzug ja ein Wappen bekommen, welches wir gleich in der Eishöhle platziert haben. Und brauchen noch zwei Wappen. Dann haben wir alle beisammen. Und da sehe ich schon den guten Donald. Hi, Puffin, willst du mir helfen, ein Schreiben mit Goofy zu schlichten und zu beweisen, dass ich recht habe? Worum ging es bei dem Streit? Goofy behauptet, er habe einmal einen Wels in einem See gefangen. Aber es gibt keine Wels in Seen. Goofy weiß nicht, wovon er spricht. Goofy ist ein bisschen dusselig, aber er kennt sich mit vielen Dingen aus. Ich weiß nicht so recht. Ganz genau, er hat keine Ahnung von Fischen, wenn er glaubt, dass Wels in Seen leben. Jeder weiß, dass er Wels im Meer lebt. Der Wels ist im Supermarkt heimisch. Hahaha, sehr lustig. Wir fahren ans Meer, um Wälse zu fangen. Du sollst besser wie ein echter Fischer aussehen. Wenn wir einen echten Wels fangen, wird es überall nass werden. Du willst doch nicht nass werden. Hier, zieh die Watthose an. Ich will keine Watthose anziehen. Hey, Leute. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ein fischiger Streit. Fange ein paar Fische im Meer. Nichts leichteres als das. Kommt gar nicht durch. Achtung! Nein. Reden. Ich habe etwas für dich. Grüne Passionslilie. Tintenfisch kriegt man hin. Donald, das ist kein Problem. Meeresfrüchteplatte kriegt man auch hin. Und die. Wie heißt die Passionslilie? In den eisigen Höhen. Okay, da müssen wir dann mal gucken. So, jetzt wollen wir erstmal 10 Fische fangen. Weiß gar nicht. Hatten wir nicht den Wels? Oder wie? Nee, Wels. Ich habe über Wels gesagt, ja. Ich glaube, der war im Fluss, dachte ich, oder? Weil hier hatten wir nur Heringe, Kabeljauch. Dann hatten wir Algen, Garnelen. Dann den Schwert- und Königsfisch rein, theoretisch. Hat die Zähne natürlich auch dazu. Ist ein bisschen cheaten, aber mir gefällt's. Und ich habe mich belesen, der Königsfisch sollte eigentlich bei den blauen Blasen sein, aber wir haben ja bisher nur Garnelen gefangen. Also keine Ahnung, wann der da mal auftauchen wird. Wir haben eine Menge Fische gefangen, aber keiner von ihnen ist ein Wels. Vielleicht hatte Goofy recht. Das ist unmöglich. Ich schwöre. Erst neulich habe ich hier einen Wels gesehen. Folge mir. Wie der läuft. Kein Wunder, dass er sich immer hinlegt. Oh. Das ist kleine Schweinchen, ist echt niedlich. Na genau, renn voll rein. Was ist das denn? Eine Zeitkapsel. Was? Du hast noch einen der Zeitkapseln gefunden, die ich im Dorf versteckt habe? Gib sie mir! Mist, der Deckel ist fest zugeschraubt. Man muss ihn nur drehen. Bitteschön, ich habe ihn für dich gelockert. Du kannst ihn öffnen.
mehr. Wir haben auch auf der sonnigen Höhe haben wir auch noch eine Zeitkapsel. Ich fange an, mich daran zu erinnern, was in der Zeitkapsel war, Puffin. Und wenn Merlin dabei war, muss es wirklich wichtig gewesen sein. Was hat er dir gesagt? Oh, verflixt, dieser Teil meines Gedächtnisses ist immer noch verschwommen. Ich habe außerdem einen Platz auf der sonnigen Ebene gesehen. Weißt du etwas darüber? Ich muss darin etwas versteckt haben. Etwas Wichtiges. Wir müssen nachsehen. Was ist mit dem Wels? Der Wels kann warten. Lass uns zur sonnigen Ebene gehen. Hallo, Mini. Oh, du bist der Herz allerliebst. Zitronensorbet, Stachelbeer, rote... Okay. Gut, Stachel. Nee, warte mal, haben wir nicht eine Stachel? Oh, wir hatten Stachelbeeren, okay. Gut, die habe ich wahrscheinlich irgendwo verstehen. Tschüss! Oh, ich weiß nicht, das. An sich mag ich Mini, aber irgendwie weckt das in mir innere Aggression, wenn ich ihre Stimme höre und dann noch dieses, ah, ich hab dich lieb, oh, du bist ja her, so du liebst. Das klingt irgendwie so ein bisschen sarkastisch. Also nicht sarkastisch, aber ich weiß nicht. Da denke ich immer so, nein, Mini. Sei bitte leise. Sag einfach nichts mehr dazu. Obwohl ich sie eigentlich mag. So, das war ja hier. Oder? Ach, hier kann ich rein. Oh, ups, huch, das habe ich jetzt nicht gesehen. Schnell Donald raus, bevor du hier noch, ja, als Mitternachtssnack, als kleiner Snack endest. Alles vielleicht hier? Oder hier, ach, hier war der. Eine weitere Zeitkapsel. Aber diese hier sieht anders aus und sie ist fest verschlossen. Was auch immer da drin ist, muss super wichtig sein. Ich werde versuchen, sie eine Weile gegen einen Stein zu schlagen. Vielen Dank für deine Hilfe, Puffin. Moment mal, es ist uns nie gelungen, einen Wesen mehr zu finden. Oh, oh Mist, vielleicht hat Goofy recht. Du solltest dich entschuldigen. Du hast recht. Danke für deine Hilfe, Puffin. Ich werde mich bei Goofy entschuldigen. Und ich gebe dir Bescheid, wenn ich herausgefunden habe, wie man diese Zeitkapsel öffnet. Tschüssi. Oh. Ich habe mich im Dorf nach der Zeitkapsel erkundigt, die wir gefunden haben. Hast du Zeit, mir zu helfen? Ja, natürlich. Ich muss ja, wenn ich dir die Lieblingsgeschenke geben muss. Wir konnten sie nicht öffnen, weil Merlin sie verzaubert hat. Ich habe es ihm gegeben und er versucht, sich daran zu erinnern, wie man sie öffnet. Ich werde mit Merlin sprechen und sehen, ob er es inzwischen herausgefunden hat. Oh nein. Warte mal. No? No, no, no. So, warte mal. Oh, oh, Wally, pass auf. Hier gibt es einen sehr hungrigen Löwen. Was wäre Meeresfrüchte, wollte er, ne? Du wolltest eine Meeresfrüchteplatte haben, ne, Donald? Ja, Meeresfrüchteplatte. Mal gucken, ob wir alles dafür da haben. So. Wir haben sogar ein Level abbekommen. Sehr schön. Ich habe gerade noch irgendwas gesehen. Wir haben... Ach so, ein ungezogenes Geschenk. Ach so, ja, stimmt. Das hatte ich jetzt irgendwie mal... Ach, schmeiß einfach mal ein Klump. Für einen nicht so netten... Oh. Oh, warte mal, da fällt mir jemand ein, dem ich das geben könnte. Krotel! Die gute Krotel hat sich das verdient. Wo ist denn die Alte da? Entschuldigung.
Obwohl, es tut mir eigentlich nicht leid, dass ich die Alte genannt habe. Die ist ja eigentlich auch alt. Die kann nicht immer 18 sein. Das muss ja auch langsam mal schnackeln. Das ist dein Traum. Ich weiß, dass es immer noch mein Traum ist. So. Ich vermute, jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. Die hat sich darüber gefreut. Ja, yeah, schon, du Schabracke. So. Du brauchst einen Tintenfisch, ne? Was haben wir nur? Ah, weiße Blasen, aber wir versuchen unser Glück. Thunfisch. Hering. Schön. Ich glaube, der Tintenfisch, der war ja blau. Dachte ich zumindest. Einfach mal hier hin. Oh, komm, den Klumpen Erden. Hier, guck mal. Ich glaube, das war noch von Anfang an gar nicht mit dabei, dass man sehen kann, was das aktuelle Lieblings... Oh, verdammte Axt. Was das aktuelle Lieblingsgeschenk ist. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, sowas jemals gesehen zu haben. So, wir müssen zu Merlin. So, wo ist denn der Zauberer? Ach, da oben. Hey, sieh nur, wer hier ist. Na dann, wir haben viel zu tun. Ich habe gehört, dass du weißt, wie man die Zeitkapsel öffnet, die Donald und ich ausgegraben haben. Ich muss doch wissen, wie man es öffnet. Schließlich bin ich derjenige, der sie verzaubert hat. Perfekt, und was ist da drin? Jetzt warte mal, nur weil ich weiß, wie man sie öffnet, heißt es nicht, dass ich mir die Mühe mache. Aber ich erkläre dir gern, wie man es macht. Ich habe alle Details in einem meiner Tagebücher gefunden. Die Zeitkapsel steht unter einem Odorus Prächtigus-Zauber. Odorus Prächtigus, was? Odorus Prächtigus! Die Zeitkapsel öffnet sich nur, wenn sie mit genau dem richtigen Duft konfrontiert wird. Ziemlich genial, wenn ich das mal so sagen darf. Der richtige Duft? Hoffentlich ist es ein guter. Mit diesem Rezept kannst du es herausfinden. Es hat alles, was du brauchst, um genau den richtigen Duft zu erzeugen. Wenn du alles zusammengemischt hast, komm zu mir und wir öffnen die Zeitkapsel. Ich freue mich schon so auf mein Date mit Miki später. Ja, und was? Warum erzählst du mir das? Denkst du, es interessiert mich? Warte mal. Ich brauche deine Hilfe. Du brauchst immer meine Hilfe. Warte mal kurz, bitte. Ich muss mal schnell was hier. Ah. Knoblauch brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Käse auch nicht.
Ah, Vanille könnte ich noch gebrauchen. Guck mal, da habe ich schon wieder ein bisschen mehr Platz. So, was brauchen wir? Rosa Hauswurz. Wo finde ich den rosa Hauswurz? Sonnige Ebene. Okay. Und das sieht noch ganz rosa aus. Also ich brauche 3 von denen. Okay. Ah, das kriegt man hin. Oh, Vanille. Blaue Hortensie brauchen wir. Ein leeres Fläschchen. Blaue Hortensie. Gelbe Bromelie. Was auch immer eine Bromelie ist. Sonnige Ebene. Okay. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich nicht alles... Ach doch, da haben wir eine gelbe Bromelie noch. Weißes Sumpfmilchkraut. Lichtung des Vertrauens. Okay, da rennen wir dann noch. Ja, hallo. Rennen wir dort jetzt nochmal hin. Und leeres Fläschchen müssen wir eigentlich auch hinkriegen. Komm, dann gehen wir erstmal ganz schnell dorthin. Zur Werkbank und versuchen unser Glück. So, da haben wir das schon mal. Und ich glaube, die Hortens... Habe ich wieder auf was aufgehoben. Heilige. Weißes Sumpfmilchkraut. Wie sieht das aus? Ach so, okay. Ist ja blau. Und nicht weiß. Hast du kurz Zeit zu reden? Ich bin gerade beschäftigt. Das ist doch blau. So, die blaue Hortensie müsste rein theoretisch am schönen Strand zu finden sein, weil dort gibt es ja die anderen Hortensien. Okay, jetzt müssen wir nochmal in die Werkbank. Merlin, wir haben alles. Du bist hier. Ah, ein ziemlich starker Duft, den du da aufgewirbelt hast, nicht wahr? Das sollte genügen. Zu parfümhaft. Nun, es muss dir nicht gefallen. Du brauchst es nur, um die Zeitkapsel für uns zu öffnen. Lass uns dies versuchen. Aha, genau, wie ich vermutet habe. Der Geruch hat die Zeitkapsel entriegelt. Was das Öffnen und Untersuchen des Inhalts angeht, nun, das überlasse ich dir. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Du hast es überhaupt nicht hinbekommen, alter Mann. Okay, was soll das sein? Oh Junge, Papin! Achso, oh. Du musst die Zeitkapsel geöffnet haben. Ich fange an, mich an mehr Dinge zu erinnern. Darin befand sich eine Karte, auf der 3 Orte auf der sonnigen Ebene eingezeichnet waren. 3 Orte auf der sonnigen Ebene? Dort muss ich alles versteckt haben, was ich für mein spezielles Projekt brauche. Los, schauen wir nach. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die Orte genau sein sollten. Oder sollen. Ich hoffe mal, die sind alle hier vorne. Wir haben ja noch nicht alles freigeschaltet auf der sonnigen Ebene. Oh, warte mal, da sehe ich etwas.
Hallo, rede mit mir bitte. Quack, was ist in den ganzen Kisten? Und warum kriege ich keine auf? Das muss irgendwie Magie, da muss irgendeine Magie dahinter stecken. Die sehen aus wie Mini, als sie ihm hier und dort feststeckte. Das ist es. Sie steckt zwischen den Welten fest und du hast Mickey mit dem Dreamland-Verstecker geholfen, sie zu befreien. Ich wette, Mickey hat ihn noch. Ich werde ihn fragen, ob ich ihm ausleihen kann. Wir nehmen uns den einfach, weil wir haben den ja zusammengebaut. Was ist denn Mickey? Ach da, okay. Wir haben auch noch eine Kiste. Du hast den Dreh wirklich... Ach, halt bitte deinen Mund, Maui. Danke! Eva. Ach, der ist so niedlich. Hallo, du! Bin ich froh, dich zu sehen! Hallo, Puffin. Was kann ich für dich tun? Ich möchte den Dreamland-Verstärker ausleihen. Donald und ich haben ein kleines magisches Problem. Ah. Natürlich! Jetzt, wo Minnie wieder da ist, brauche ich ihn nicht mehr. Danke, Mickey. Ich werde gut auf ihn Acht geben. Bis ganz bald. So. Auf geht's. Nummer 1. Da hinten haben wir Nummer 2. Uhu, Gold. Und die letzte Kiste. Sieh dir das ganze Zeug an. Also ein Haufen mechanischer Dingsdangs und Zubehörteile. Ich erinnere mich, ich wollte einen Brunnen für das Dorf bauen. Oh, aber es fehlen noch ein paar Teile. Und selbst wenn ich sie alle hätte, wüsste ich nicht, wie ich ihn bauen könnte. Na toll. Gib mir den Dreamlight-Verstärker. Ich bringe ihn Mickey zurück. Danke, Donald. Yay. Level 33. Aber habe ich nicht jetzt die Socken? Die in seinen Gesten in ihn eingenäht. Würde ich aber sagen, dass wir in der nächsten Folge diese Quest in Angriff nehmen werden und herausfinden, hoffentlich, wem diese Folge sabberte. So gehört, ich gehe stark von Goofy aus, weil in anderen... Oh gut, wir haben noch Grotel. Ja, die Grotel, bei mir heißt sie ja Grotel. Aber die trägt ja keine Socken, vor allem nicht solche unstylischen Socken. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es Goofy seine Socke ist. Aber das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge zusammen herausfinden. Und ich hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.